Plitsch, herzlichen Glückwunsch. 7. Sieg in Folge. Heute 2:0 in Backnang. War wieder, glaube ich, ein ganz schönes, schweres Stück Arbeit. Trotzdem sind wir einfach auch geduldig geblieben. Was sagen Sie so nach dem Spiel? Ja, deswegen bin ich sehr zufrieden. Wir haben gewusst, dass es hier sehr schwierig ist. Dazu kommt sicherlich Platz und dann einfach auch noch 27, 28 Grad, wo dann sicherlich auch nicht immer ganz einfach ist, konzentriert zu bleiben. Das haben wir heute aber sehr diszipliniert gemacht. Wir wussten, dass Backnang daheim unheimlich unangenehm ist zu spielen. Haben hier bewiesen, gegen Reulingen, Villingen, starke Spiele gemacht, gegen Aalen jetzt das letzte Spiel mit 2:0 im Pokal gewonnen. Und wir haben aber im Gegner eigentlich gar keine Torchance gelassen. Und das war sehr gut. Selber haben wir sicherlich nicht den tollen Fußball gespielt, aber mit Sicherheit sehr, sehr erfolgsorientiert und von daher bin ich sehr zufrieden. Ja, Sie sprechen es auch an. Der Platz ist ja nicht der allerbeste. Auch die TSG Backnang, anders wie Ilshofen, fand ich, waren sehr große und auch robuste Spieler. Stellt man da die Mannschaft anders ein oder wie geht man da in so eine Begegnung? Ja, definitiv. Also man hat es ja gesehen. Das war gut, dass sie vorher gegen Aalen dann eben auch dieses Erlebnis gehabt haben, dieses Erfolgserlebnis mit 2:0 gegen den Drittligist. Beide Tore waren Standards-Eckbälle und von daher war schon klar, dass wir einfach aus dem Spiel wenig Konter zulassen dürfen. Das haben wir gut gemacht und waren dann eben zweimal gut zur Stelle und wir müssen sicherlich das dritte Tor machen. Aber nochmal, entscheidend war, dass wir hinten nicht zugelassen haben, dass wir solche Spiele einfach gewinnen und das, von daher bin ich da zufrieden. Jetzt geht es weiter im Heimspiel gegen die SG Freiberg. Die sind bestimmt auch super motiviert, wenn die nach Degerloch kommen. Haben David Müller mit im Gepäck sozusagen, der bei uns auch die letzten Jahre gespielt hat. Wie hält man da die Motivation hoch oder dass kein Spiel auch abhebt? Also, wenn ich die Motivation hochheben muss, der hat ein Problem mit mir. Glaube ich nicht. Sicherlich müssen wir immer wieder uns an die Tugenden erinnern, dass wir realistisch bleiben. Es ist eben noch nichts erreicht. Freiburg sicherlich eine ganz andere Geschichte wie hier jetzt. Sehr spielstarke Mannschaft. Wird sicherlich ein sehr interessantes Spiel. Ja, Abdi, ich habe gehört, du bist mit der S-Bahn heute da. Ja, ich war mit der S-Bahn da. Ich habe auch auf die Leute gewartet, aber keiner war da. Ich habe keinen gesehen heute. Du bist so früh losgefahren. Ja. Genau, aber 2:0 gewonnen, alles super, oder? 7. Sieg hintereinander. Ja, war auf jeden Fall super, dass wir gewonnen haben. Ich meine, das war heute das schwierigste Spiel für uns, weil der Platz auch nicht gut war. Aber wir haben eine reife Leistung auf den Platz gelegt. Ich meine, wir haben nichts zugelassen, 2 Tore gemacht, gewonnen. Das ist das, was zählt. Ja, 2 Tore gemacht. Letzte Woche hast du 1 gemacht, heute jetzt beide Tore. Bist auf den Geschmack gekommen? Ja, das langsam wird es unheimlich, ehrlich. Müssen wir aufpassen. Musst du was in die Mannschaftskasse zahlen? Ich weiß nicht, aber Martin Braun hat schon gerade gesagt, das wird unheimlich. Nicht, dass die hier noch Anfragen kommen von der ersten Bundesliga oder so. Wer weiß. Ja, so schnell geht's, glaube ich, nicht. Aber jetzt müssen wir uns auf die nächsten Aufgaben konzentrieren. Nein, war wichtig, dass wir heute gewonnen haben. Ich meine, das war unser Ziel, 70 Spiele hintereinander gewonnen. Und von mir aus kann es so weitergehen. Von unserer Seite auch. Ja, Patrick, herzlichen Glückwunsch. 2:0 der Auswärtserfolg. Die Zuschauer sind schon weg. Du hast es nicht nehmen lassen, quasi jeden Einzelnen zu sprechen. Man merkt richtig, du fühlst dich wohl. Ist, glaube ich, dein Spiel hier auch bei uns, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich finde es bemerkenswert, dass bei jedem Auswärtsspiel sowie Heimspiel die Zuschauer strömen, kommen und so begeistert dabei sind, wo wir eingelaufen sind. Das ist eigentlich gefühlt ein Heimspiel. Das ist sensationell. Ich glaube, in der Oberliga gibt es nur bei den Stuttgarter Kickers. Und da nimmt man sich dann auch mal gerne ein bisschen Zeit für die Fans, macht ein paar Fotos, Autogramme, quatscht ein bisschen übers Spiel und so. Und das zeichnet die Kickers, glaube ich, aus. Das muss auch so sein. Und nur so gemeinsam geht es vorwärts. Und ja, wichtige 3 Punkte heute. Und so muss es weitergehen. Und jetzt noch, kann man ja sagen, jetzt sind tollen Fans, uns hat ein Vögelein gezwitschert. Wir sind neuer Tabellenführer der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg. Das ist ein schöner Nebeneffekt, aber wir müssen am Ende oben stehen, nicht jetzt. Davon können wir uns jetzt momentan noch nichts kaufen. Aber nach dem Saisonstart jetzt schon oben zu stehen, ist natürlich top. Jetzt sind wir die Gejagten. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir die Position verteidigen. Nächste Woche ein ganz schweres Heimspiel gegen Freiberg. Da müssen wir wieder 100% auf den Platz bringen, wenn wir da gewinnen wollen. Das ist eine sehr gute Mannschaft, auch eine spielstarke Mannschaft mit sehr abgezockten Spielern auch drin. Ich glaube, da wird es richtig knallen in dem Spiel und da müssen wir die nächsten 3 Punkte einfahren und dann von Spiel zu Spiel schauen, glaube ich. Das ist das Wichtigste.
richtig knallen, kommt dir ja voll entgegen. Das glaube ich beim Anfang bei Neubart im Blauen gesagt, ja, du würdest gerne in der Innenverteidigung spielen. Jetzt bist du auf der Sechserposition. Ja, da gehst du auch öfters mal rein, wo es wehtut. Aber so wie du strahlst, ist glaube ich genau dein Spiel. Ja, auf jeden Fall. Aber ich bin auch ehrlich, am Anfang habe ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass der Trainer mich auf der Sechs einplant, weil ich ja sonst immer als Innenverteidiger oder als Rechtsverteidiger gespielt habe. Habe dann auch ein bisschen gebraucht in der Vorbereitung, um mich an die Position zu gewöhnen. Aber ich glaube, mittlerweile liegt mir die Position sehr, sehr gut. Ich stopfe die Löcher, ich gewinne Zweikämpfe, ich gewinne Bälle, spiele teilweise auch super Bälle vorne rein. Ja, und ja, aber wie gesagt, nur als Mannschaft können wir das. Die drumherum, die geben mir auch die Sicherheit und nur deswegen kann ich auch so gute Spiele spielen. Hast ja mit Lukas Kling natürlich auch eine Maschine neben dir, oder? Selbstverständlich, wir sind beides Maschinen. Ja, jeder auf seine eigene Art und Weise, aber ich glaube, wir ergänzen uns sehr gut. Aber selbst auch der Blanco, wenn der reinkommt, mit dem harmoniere ich dann auch sehr gut. Wir haben da drei herausragende Sechser und egal wer da spielt, die Jungs, wo spielen, müssen die Leistung bringen. Und bis jetzt passt es ganz genau so und genau so müssen wir weitermachen. Damit lassen wir es beruhen. 3 Punkte am Samstag auf die Blaue. Kommt alle zum Heimspiel gegen die SGV Freiberg. Kommt ins Stadion. Tobias, deine Analyse zum Spiel. Ja, hallo zusammen. Ich denke, die Stimmung war grundsätzlich gut und bin natürlich erleichtert und froh darüber, dass wir hier gewinnen konnten. Wir wussten, wie schwer es wird. Wir wussten, dass wenn wir hier Fußball spielen wollen, dass Backen dann einfach im Umschaltspiel sehr gefährlich ist. Zuletzt auch hier gegen Arnes bewiesen hat, immer wieder durch Standards auch gefährlich ist. Das wollten wir vermeiden, das haben wir ganz gut gemacht. War sicherlich nicht immer schön, aber letztendlich es ging hier nur darum, diese 3 Punkte mitzunehmen. Von daher bin ich sehr zufrieden. Dankeschön. Ja, 3 Punkte für die Stuttgarter Kickers, die hätten uns auch gut getan. Ja, aber was sagt er? Ach so, ja, das ist blöd. Ja, aber das lösen wir nachher. Jetzt darf ich erst kurz der Andi Lechner erklären, warum unsere Mannschaft heute leider ohne Punkte geblieben ist. Ja, hallo zusammen. Ich denke, unser Plan ging am Anfang auf. Wir wollten den Kickers das Spiel überlassen, wollten uns da gegen den Ball gut arbeiten, dass wir wenig Torchancen zulassen. Ist uns auch in der ersten Halbzeit gelungen. Das Tor, wo wir dann bekommen, nach einem Standard, ist dann auch ziemlich egal, ob das ein Foul war oder nicht ein Foul war. Das sind einfach Dinge, solche Bälle, die müssen wir einfach klären. Ob dann jemand mit Foul spielt oder ohne Foul spielt, das ist dann, sag ich mal, eine Ausrede, die wir da haben. Das sind einfach Dinge, da ist die Entschlossenheit, diese Bälle zu klären. Und ich denke, es war sicherlich ein sehr, sehr unglücklicher Zeitpunkt, wo wir das Tor bekommen haben. Und auch in der zweiten Halbzeit haben wir nach einem Standard wieder ein Tor bekommen. Das sind dann einfach die kleinen Unterschiede, die solche Spiele dann entscheiden. Und derzeit liegt der Unterschied meistens beim Gegner und nicht bei uns. Ich kann meiner Mannschaft von der Arbeit gegen den Ball, wie sie aufgetreten ist, wie sie diszipliniert gespielt hat, voller Leidenschaft gespielt hat, kann ich hier keinen Vorwurf machen. Aber faktisch natürlich auch, wir haben jetzt gegen Balingen kein Tor geschossen, wir haben in Gmünd kein Tor geschossen, wir haben letzte Woche kein Tor geschossen, wir haben heute kein Tor geschossen. Das ist einfach nur eine ganz einfache Sache. Wer keine Tore schießt, kann keine Spiele gewinnen. Uns fehlt definitiv die Durchschlagskraft nach vorne derzeit. Das hat man heute auch, denke ich, wieder deutlich gesehen. Aber wie gesagt, wir müssen schauen, dass unsere 2 Stürmer irgendwann zurückkommen. Bis dahin müssen wir irgendwie versuchen, Punkte zu holen. Müssen weiter daran arbeiten, nächste Woche, dass wir nach vorne gefährlicher werden. Aber wie gesagt, solange wir keine Tore schießen, wird es natürlich auch schwierig, ein Spiel zu gewinnen. Dankeschön. Ja, und ich hoffe, dass es nächste Woche wieder klappt. Da spielen wir in Pforzheim. Das ist sicher keine einfache Aufgabe, aber mit Mut und Entschlossenheit, vielleicht klappt es ja. Ja, eins möchte ich noch sagen. Eins habe ich jetzt ganz vergessen. Ein großes Lob an die Kickers, vor allem an die Zuschauer von den Kickers. Wir hatten ja schon andere Zuschauer, wie sie sich benommen haben. War einwandfrei, haben gute Stimmung gemacht. Das gehört zum Fußball dazu. Und ich denke, sowas sollte man auch mal erwähnen, wenn immer viel Polizeipräsenz da ist. Absolut vorbildlich, wie sie sich verhalten haben. Waren keine Beleidigungen dabei, haben ihre Mannschaft unterstützt, so muss es sein. Und ein großes Kompliment an die Zuschauer für den Schuttgarter Kickers. Dankeschön. Ja, und da ich ja auch ein Kickersympathisant bin, schon immer, bloß dieses Jahr muss ich halt pausieren, geht ja leider nicht anders, hoffe ich auch, dass ihr dieses Jahr wieder aufsteigt und dann kann ich euch wieder voll die Daumen drücken und dieses Jahr nicht ganz so oft, 2-mal nicht, 3-mal Pokal, gell? In der Rückrunde spielen wir nochmal gegeneinander, da hoffe ich dann, dass wir wieder gewinnen, jetzt seid ihr dran gewesen, vielleicht habt ihr bis dahin schon ausreichend Punkte Vorsprung, ja.
bedanke mich bei allen, die da waren, hoffe, es hat Vergnügen bereitet. Und das nächste Mal holen wir auch wieder Punkte. Und wenn es keinen Spaß macht, holen wir trotzdem Punkte. Ja, danke, bis dann. Ciao.